Symptome beim Rektumkarzinom. Sehr früh treten hellrote Blutauflagerungen auf dem Stuhl auf. Es kommt häufig zu einer vermehrten Stuhlfrequenz mit schmerzhaftem Stuhldrang. Liegt der Tumor im oberen Rektumdrittel, kommt es häufiger zu sogenannten paradoxen Diarrhöen, das heißt abwechselnd Obstipation und Durchfällen. Spätsymptome sind erst der Bleistiftstuhl, das heißt extrem dünne, schmale Stuhlabgänge mit Blähungen und reinen Schleim- und Blutabgängen. Das heißt keine Blutauflagerung, sondern wirklich alleinige Blutabgänge. Eine Darmstenose ist ein Zeichen für einen extrem weit fortgeschrittenen Tumor.